Es geht, Leute, mein Name ist Aaron Fox und willkommen bei der zweiten Folge von Thorn in VR. Wir sind in das Herrenhaus eingetreten, ob wir wollten oder nicht, haben eine merkwürdige Gestalt, Wisp-förmig, kennengelernt namens Talbot, wobei ich nicht weiß, ob ich ihm trauen kann oder nicht. Wir haben viele Rätsel vor uns, bis jetzt fängt es gut an. Ich bin gespannt, ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Nach dem Intro ist los, bis gleich. Wir sind zurück im Game, gut erholt, bereit für eine Runde Rätsel und die Frage, was uns noch so erwarten wird. Wir haben bei dem Keller hier letztes Mal aufgehört, weil ich hier unbedingt noch das Rätsel machen wollte. Es fängt auf jeden Fall schon mal richtig gut an. Ich bin echt gehypt. Aber weniger gehypt von dem Kabelmanagement. Also heute nervt's mich. Aber das krieg ich gleich hin, und zwar... Gleich. So, Sitz passt und hat Luft. Also zurück zum Rätsel. Ich musste derweil Super Sampling auf wieder auf 100% stellen. Ich habe jetzt keinen großen Mehrwert gefunden, gesehen. Und außerdem hat die Aufnahme ein bisschen geleckt. Das möchte ich ja vermeiden. Pity it doesn't work now. I keep it for parts. Ich frag mich halt immer noch, was bedeuten die Zahlen hier. Circuit, you'll be ready to go back. 16 zu travel. Was 16? 16 Rätsel zu lösen? Oder... Wir lösen jetzt mal ein Rätsel. Made in Russia. Belonged to her parents. Russisch. Nee, ich hab schon gemerkt, das ist so ein bisschen leicht russisch angehaucht. Allein schon von der AI oder was weiß ich, was da so redet. Das kann schon gut möglich sein. Warum wackelt das so? Ist es meine Hand, dass ich da... Achso, so kann ich ihn ja herausholen, okay. Warum twitcht das so rum? Beruhig dich, ist das ein Bug? Ach so! Warte. Die Dinger, die hochhüpfen. Ach, da sind die Dinger drin. Das heißt, alles, was hier so rum twitcht. Aha, also ist das eigentlich eine Suchfrage. Alles, was hier so rumtwitcht, beinhaltet dann so ein blaues Dingens. Also ich glaube, die Erinnerung soll das sein. Warum auch immer. Das macht Sinn. Okay, das sind also nicht die einzelnen Rätsel, sondern hier die Erinnerung, die man braucht. Dann schätze ich... Okay, I see. Once the circuit is complete, you'll be ready to return. Okay, das sind drei Circuits. Das sind diese Lampen hier. Ich verstehe. Ja, dann sieht man den Fortschritt der ersten Aufgabe. Also das sind drei Aufgaben, um quasi das Portal zu öffnen. Braucht aber trotzdem... hier. Erinnerungen im Gesamten. You know what I mean? It is what it is. Das alles so durchleuchten. Wie so bei der Stasi. Jetzt kommen wir wieder. Ihr könnt euch nicht verstecken vor mir. Ich finde euch alle. Aber ich brauche jetzt trotzdem... Muss ich ja immer das Rätsel hier machen. Hier braucht man Dreier. Mal suchen. Talbot, du kannst mal ruhig mal was erzählen. Ja, ach, T-Shape kann man das nennen. Ich sag immer Dreier. Natürlich kann man es auch T-Shape nennen. Ach so, da. Ja, gut. Digga. Funktioniert auch so.
Zack. Sehr schön. Da. Okay, dich brauchen wir bestimmt noch. Wo ist das nächste Rätsel? Hier. Ah, da kommt... okay. Wir haben hier Flaschen. Und die Flaschen haben ja auch diese Symbole. Und die kann man dann quasi hier reinmachen. Okay. Easy. Ah, das wird eine schnelle Sache. Das kriegen wir hin. Ja, witzig. So, nur noch eins. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt aber nur noch eins finde, ist das Portal dann offen? Das macht keinen Sinn, glaube ich. Guck mal, da tourgelt noch eins rum. So. Du bist jetzt drin, theoretisch. Aber trotzdem brauche ich wahrscheinlich hier die drei Sequences, um fortzufahren, unabhängig davon, ob ich alle Erinnerungen gesammelt habe. Würde ich jetzt mal sagen. Hier haben wir eine Einser. Das sind alles Sockets. Wo sind die Flaschen? Vielleicht wenn eine Flasche hier in der hinter der VR-Brille ist. Da. Weg da. Mal gleich mal schon einstecken. Ach, das ist eine Flasche. Ich dachte, das wären Sockets. Okay. Rein mit dem Dude. Ach ja, hier haben wir noch welche. Das da kommt hier rein. Ist da kommt hier rein. Und jetzt haben wir keinen. Das muss doch nicht sein. Ist da kommt hier rein. Und weißt du was, dann nehmen wir die Alten. Komm, lass das mit dem Singen lieber sein. Hier rein. Und da hat was getwirrt. Da. Ich werde sie alle. Gonna catch them all. Na gut. Da hinten. Durchleuchte alles. Scannen. Aber ich glaube... Beruhig dich. Gleich, Talbot. Ich bin ein Sucher und Entdecker. Okay. Reicht. Lass uns reingehen. Why is there a forest down here? Schön. Memories of a past time. I've learned that I have the ability down here to bring my memories to life. So I do. I have to do something, you see, to keep myself company. Gets a bit lonely down here, day after day. I bet. Hey, here's your medicine, or whatever. Oh, God! Whoa! Rita. Whoa! Stop! You're scaring me! Give me more, now! Beruhig dich, Bro! I have a wife. She's here, in this accursed place. But I don't know where. She could be anywhere. I have to help her. I have
to get out of here. I have to find her. This is my fault. It's all my fault. This is terrible. Hey, bro. Rena! Stop! Calm down. Chill. Chill. I apologize. Komm, lass mich dich streicheln. All right. Let's keep going. The suspense is killing me. I wonder what will happen if you press that button on the... Rena, my wife, she's here. But look around. It's madness. There are no physical limits here. She could be anywhere. I could spend 1,000 years searching for her. I need your help. Go. Gather all those lights, those memories as you can. Lights, memories, yeah, okay. Wir müssen Namen finden. I can't help her until I know what's happened. Ich komme wieder. Mach keinen Unsinn. Insane. Maybe I should just get the hell out of here. Yeah, but if people knew about this, they would blow their tiny little minds. Maybe I've hit the jackpot. I gotta be smart about this. Figure out how to make this work for me. And the blog. Think, Patterson, think. Okay. Am Ende ist das alles nur ein Traum. See where this goes. And listen, Patterson. Do your best to remember everything. Keep recording these audio logs. They'll help me write up the story later. Holy guacamole, look at that thing! Have you seen the music room? Ja, da gehen wir gleich hin. Musik, Mutzig. Ich will noch wirklich sicher gehen. Da sind immer noch ein paar Wisps. Will sie alle suchen? Dann ist es jetzt durch, Leute. Muss ja nichts stehen. Aber ich glaube, das war jetzt wirklich alles. Aber wenn es doch heißt, 8 Stück hier sind doch, dann heißt es doch, dass hier doch mehr ist. Oder wird es im Gesamten gezählt? Da haben wir noch ein. Das ist echt jedes einzelne Teil. Durchleuchten. Bam! Aha! Laser? Nein. Hier? Du vielleicht? Und hier ist diese Sackgasse. Da! Theoretisch kann ich einfach alles einmal anfassen. Untwiggeln. Aber so verliert es irgendwie an Reiz, finde ich. Und dann sollen die sich schon zu erkennen geben. Alles durchsuchen. Ah, vielleicht komme ich. Ich komme nächstes Mal wieder hierher und versuche das jetzt noch besser herauszufinden, wo die letzten 5 Teile sind, aber. Sollten wir weiter mit dem Progress machen? Macht ja keinen Sinn. Wahrscheinlich in 10 Minuten hätte ich dann das alles gefunden. Das tut uns ja auch nicht. Hier haben wir bestimmt einiges noch zu finden. Look at that. A CRT monitor. These cathode ray beasts really stand the test of time. Russian scientists were innovating these things as far back as 1907, if you can believe that. Always thought one day Rena and I would be traveling the world together. No. I guess we did that in a strange sort of way, even though I myself never left the country, technically speaking. Well. I can't tell you how many times I've woken up on this sofa after a long night of engineering work. Glaube ich, kann den ganzen Tag hier verbringen und jedes einzelne Objekt durchleuchten. Sure, take a long time to load. Aber das machen wir nicht. Wir gehen zum nächsten Rätsel. Das ist ein Stockwerk höher.
Das kann man aber Zeit nochmal machen. Die restlichen finden. Weiß gar nicht, geht's da noch weiter? Oder ist es jetzt einfach nur um quasi... Ja, wie soll ich sagen, für sich selber einfach zu sagen, man hat alle Geheimnisse gefunden. Ob das wirklich relevant ist für die Geschichte? Bist du das? Architectural snobs weren't very happy with us, but Sodom, it was very practical. Albert Einstein, seien Sie gegrüßt. Did you know Einstein was once a third-class patent clerk? He says that job is the reason for his success. The job was deadly boring, but it gave him plenty of time to think. He didn't develop his greatest theories in a lab. He developed them in his mind. It all begins there. Mm-hmm. True, true. Watch the cables there. I've tripped over them more than once. You wouldn't want to go down face first in here, believe me. Okay. Da wiggelt schon einiges. Tausende Dinge zu suchen. Na, ah, diese Tür. Hallo. Okay. Alles voller Erinnerungen. Okay. Let's get to work. Don't suppose you play the harp, eh? Oh, süß. So. Muss noch was rein? Oh, aber da, sorry. Da. Noch eins. So, und dann noch da hinten. So, und los geht's. Genau meine Musik. Nicht. Na, komm schon. Immer noch nicht. Sag mal. Und das Glas. Danke. Ich brauche irgendwas Schweres. Das da sollte doch schwer genug sein. Red ich. Oh Mann. Nein. Ja, jo, jetzt auf einmal. This beauty belonged to Rena's mother. It sounds sublime in the right hands. Oh. Da spinnt jetzt oder so? Spinn ich oder so? Normales Stück da hinten. So, das haben wir. Oh, noch eins. Komm, geht da rein. So. Nummer zwei. Thank you.
irgendwo noch eins da hinten. Okay. War eine musikalische Familie scheinbar. Oh, die ganze Familie. Und Musik machen hier. Rena had an odd taste in art. An absolute fascination with monkeys. Enough. Teestück. Teestück. Da kommt ein Y. Teestück da hinten. Los, nichts umwerfen. So, und jetzt nur noch das da hinten. Er gibt mir den Stuhl und zack. Easy. Dabei. Und zack. As you might imagine, the bibliothèque sorted out what those lights are. What? They're not just party tricks? They're me. That is to say, they're fragments of my own mind. We found a way to extract brain waves, mental energy, and convert them into light waves, essentially. Each time I receive those lights, my memories return, literally. That's ridiculous. It's quite possible, I assure you. The proof is right in front of you. Clearly, the memories can survive outside of the host without any degradation. Fascinating. This means the damage isn't permanent. Thank God for that. So, this is real. You're really a person who looks like a blob. And whose mind is splattered all over the mansion. That's quite a description. You have a way with words. I'll give you that. But that's all I can remember at the moment. Here, just give me some more lights and then I'll know more. Whoa, what was that? Oh, whoa. Oh, two of us. I knew I should have used Sheffield steel. Don't worry, I can fix it. Of course I can fix it. I built this machine, didn't I? I can damn well make them go. Hey! Hey, there are those images again! What? Oh, yes, yes. When you focus your mind down here, your thoughts appear. I'm thinking about the schematics for this machine. I'll have it sorted out in no time. Well, I'm glad you can keep that stupid thing going, because it's my ticket out of this place. And I don't plan to stay down here forever with you. It won't break. Just did. She's not in danger. Not yet, anyway. There. Not yet? That's better. Oh, that's good news. But she still needs my help. So I need to do something that's quite difficult for me, frankly. What's that? Another dose, please. Here. I need to trust you. Because I need to get out of here, and you're the only one who can make that happen. Trust me with what? You've seen my mansion. You've seen the machines. But that's only the tip of the iceberg. Did you know there's a lab in there? No, there isn't. I didn't see one. You're not supposed to see it. It's hidden away from prying eyes. But if you help me, I'll give you full access to it. And more besides. Maybe I'll just find it on my own. One more time, if you would. Bitte schön. Oh, that's better. No, you won't. It's under lock and key. But you are going to find the keys, and then you'll go into the lab and help me escape this place. In exchange, I'll give you something you've been dreaming of. Oh, really? What am I dreaming of, Talbot? I have some ideas about that. And at any rate, everything I need to help Rena is in the lab. So it's important. Will you help me? I'm at your mercy. Okay, sure. Good. That's settled then. Here's how you access the lab. I designed a series of locks to keep the lab safe.
You need to collect the keys to open those locks. The keys themselves are only accessible when you complete all three circuits in a room. Which rooms? That I don't know. But I do remember that there are 8 keys. You know when you found one because they're marked in a small, unique image. As soon as you find one, bring it to me so that I can activate it. It won't work otherwise, you say? Extra security. Sounds like you went through a lot of trouble to hide a couple of keys. Couldn't you just, I don't know, hide them under a fake rock or something? I taught mechanical engineering, my dear. Tinkering was my specialty. But never mind that. The sooner we finish our work, the sooner I can help Rena. I'm no use to her until I can remember what happened and work to fix it. Don't forget to bring me those keys as soon as you find them. Jawohl. Secret lab sounds great and all, but I'm not gonna risk my life just to see it. Okay, Patterson, be smart about this. You saw what happened with that machine. I can't let myself get stuck down there. No way. If one of those things goes on the fritz again, I am out of here. For good. I don't care how sad his stupid story is. I don't stick my neck out for anybody. And besides, this whole story about his wife, it's weird. Something isn't adding up here. I don't get it. There's something he isn't telling me. I don't have enough of a story yet. All I know so far is that there's a secret lab that he's keeping under serious lock and key. If I can get in, I'll have a kick-ass story for sure. Er hatte schon nicht unrecht. Die Story ist schon traurig. Aber irgendwas ist merkwürdig. Warum diese hohe Sicherheitsstandard? Ey, ist es eine Tür? Nee, es kann keine Tür sein. Sehr komisch. 4 Lights, die kriege ich jetzt hier noch zusammen. Ich möchte wissen, was passiert, wenn wir jetzt die restlichen restlichen Lights noch sammeln in der Zeit. Was sollten wir eigentlich da... Voilà. Noch 3. Das sollte man ja noch hinbekommen. Komm raus. Mann, 4 Stück, 3 Stück noch. Das sollte doch möglich sein. Wahrscheinlich bleibt es bei einem dann hängen, dass ich den, genau den einen da nicht finde. Es hat sich doch gerade bewegt. Wie so ein Irrer. Es hat sich bewegt. Achso, ne, es hat sich bewegt, weil ich es angestoßen hatte. Nur noch 1, 2, sorry. Come on, nur noch 2 Stück. Irgendwo muss noch ein, müssen noch die 2 sein. Da reinschauen. Zwei Stücke. Stückens. Vielleicht hier draußen? Ich glaube, die zählen dann nicht. Wenn ich aber jetzt eins von hier nehme, zählt es dann im Allgemeinen? Komm schon, da wiegelt was. So. Unter dem Ding. So, aber theoretisch müsste ich jetzt 2 haben. Zählen die jetzt da dazu? Ich bezweifle es, aber vielleicht haben wir Glück. Nur noch 2 Stück.
Und nee, hab ich mir gedacht. Zählt nicht dazu. Da, wir haben sie. Aber da war ich vorhin eigentlich schon. Oh, fuck. Nein. Da und da. So, was passiert jetzt? Nichts passiert. Also wie erhofft, das ist einfach nur, man hat hier alle. Gonna catch them all, würde ich sagen. Okay, dann gucken wir uns den nächsten Bereich an. Und dann war's das auch schon für die Folge. Lock. Okay. Ne? Warum willst du nicht? Ganz sachte muss man das machen. Okay. Okay, mysteriöse Musik. Es könnte ein bisschen laggen hier. Wahrscheinlich muss ich hier die Grafik runterstellen. Sieht. Sieht zwar jetzt nicht mehr so schön aus. Ist es persistent? Persistent, also müssen wir auf 150 runter. Schade, aber so ist das nun mal. Qualität vor Quantität. Let's take a look and see what's wrong. It looks like this socket needs a straight connection. Auf jeden Fall ein Riesenrätsel, das wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal genauer anschauen werden. Ich bin gespannt. Gut, zeig's mir beim nächsten Mal. Ab zur AdMod. AdMod. Also für die zweite Folge sind wir schon recht weit gekommen. Ich bin jetzt mit dem Licht dahinter gekommen und Talbot, seine Geschichte, wird teilweise auch ein bisschen traurig. Aber trotzdem, mit Vorsicht genießen, sage ich da immer nur. Mal gucken, die Rätsel werden immer aufregender, würde ich jetzt mal sagen. Und wir werden früher oder später herausfinden, was es mit dem Labor auf sich hat. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis zum nächsten Mal, euer Nerd Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.